Heute ist der Montag und das Auffälligste bisher heute ist der eklatante Mangel an sonst eigentlich üblichem Montagsoptimismus. Wir haben weder Vaccine-Optimismus, Impfstoff-Optimismus, also wir haben auch keinen Stimulus-Optimismus, wir haben keinen Handelskrieg-Optimismus, wir haben keinen Optimismus-Optimismus. Also was ist da los? Warum sind wir heute negativ, was die US-Futures betrifft? Total ungewöhnlich. Die letzten gefühlte 723 Wochen war der Montag jeweils gleich mit einem Gap nach oben eröffnet, da wurde richtig schön reingekauft und dann hat man im Prinzip an der Wall Street das verwaltet, was die Europäer und die Asiaten geschaffen hatten. Haben wir schlechte Nachrichten? Eigentlich nicht. Was ist also los? Meine These ist, wir sehen jetzt den Beginn von Gewinnmitnahmen, nämlich von Profi-Investoren, die all in sind, die dick investiert sind und die vor allem jetzt das Problem haben, dass ihre Aktienquote extrem hoch ist, ihre Anleihequote dagegen sehr, sehr niedrig und für viele gilt ja 60% Aktien, 40% Anleihen. Dementsprechend müssen diese Profi-Investoren Aktien jetzt verkaufen und Anleihen kaufen. JP Morgan schätzt, dass das bis zum Jahresende über 300 Milliarden Dollar an Volumen sein wird, was an Aktien da auf den Markt geschmissen werden muss, um eben dieses Verhältnis zu erreichen zwischen Aktien und Anleihen. Schauen wir uns die Chose mal im Einzelnen an. Hier sehen wir zum Beispiel den National Association of Active Investment Managers. Das ist also ein sehr breit gefasster Verband von amerikanischen Profi-Investoren und die sind mit 106% investiert, also zum Beispiel durch Optionen auch gehebelt, daher geht das über die 100er Marke. Und wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, dann sehen wir immer, wenn es über 100% ging, dann waren Korrekturen nicht mehr weit. Jetzt ist natürlich dieser Optimismus gigantisch. Wenn Sie unten hier den Weekly Charts des S&P 500 vergleichen, sehen Sie, dass da schon eine gewisse, naja, Koinzidenz ist, ein Zusammenhang ist zwischen solchen extremen Investitionsquoten und dann eben auch Rückschlägen respektive Korrekturen. Wir haben jetzt die geringste Cashquote seit dem Jahr 2015. Hier die Bank of America mit ihrer Umfrage unter den ganz großen Investoren. Da sind wirklich nur die ganz, ganz großen Dickfische mit drin. Da ist man auf einem Multi-Year-High, auf einem Mehrjahreshoch. Allerdings hatten wir schon in der Vergangenheit schon mal höhere Investitionsquoten. Aber insgesamt gilt, man ist untergewichtet in Anleihen. Das ist sozusagen das Thema. Dementsprechend wird man hier umschichten müssen. Und jetzt sehen wir ja, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Die letzten drei Wochen höchsten, stärksten Inflows, stärksten Zuflüsse in die globalen Aktien. Aktienmärkte, das ist ein absoluter Rekord, gilt auch für die ETFs. Wir haben jetzt über 90 Milliarden im November alleine an Zuflüssen in ETFs, vor allem eben in Small Value, also in diese kleinen Aktien-ETFs, respektive ETFs, die eben Small Caps zum Beispiel abbilden, in Value. Und das sind also absolute Rekorde, die wir hier erreicht haben. Es ist ein All-In-Mentalität seit dieser Vaccine-News von Pfizer. Ich glaube, der 9. November war es. Da ist kein Halten mehr und man hält die Probleme jetzt für erledigt. Das große Risiko ist, naja, wir wissen ja noch nicht so wahnsinnig viel. Die Datenbasis ist sehr gering und jetzt hat man schon das ganze Thema abgehakt mit Corona. Vielleicht ein bisschen voreilig. Darin sehe ich die Hauptgefahr derzeit, dass letztlich, naja, zu viel hier rein interpretiert wurde, man das Problem schon praktisch beiseite geschoben hat. Der Bär ist noch nicht mal erlegt, aber das Fell wird schon verteilt. Das ist das große Risiko nach meiner Auffassung in diesem Markt. Und wenn wir uns mal anschauen, wir nähern uns jetzt global gesehen der 100 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Allein in der letzten Woche wieder 2,1 Billionen hinzugekommen. Aktuell sind wir bei 98,7 Billionen. Das entspricht 112% des globalen BIPs, alles über 100% ist nicht gerade günstig, könnte man sagen. Wenn wir uns mal die Performance des S&P 500 anschauen, stehen wir jetzt, glaube ich, so bei 11%. Das wäre dann mit der beste November, den wir absolviert haben, vielleicht sogar der beste dann, wenn das heute gehalten würde.
10% war bisher der beste Monat in einem Zeitraum zwischen 1964 und 2019. Normalerweise ist der Dezember durchschnittlich auch ganz gut. Average Return 1,3%. Aber wir kommen jetzt eben aus diesem Rekord-November und da müssen wohl Positionen abgebaut werden. Dementsprechend wird es schwieriger. Hier sehen wir natürlich jetzt die Stimmung. Fear and Greed Index 92. Extreme Greed. Ziemlich viel Gier ist hier am Start. Und das betrifft auch den DAX, der jetzt 15% gestiegen ist im November. Nämlich 16,8%. Ja, er war sozusagen auf dem Hoch, war er 16,8% schon mal im Plus, eben wegen dieser Hoffnungsrallye. Und es sind Zykliker, MTU, Daimler, das wollen wir uns mal anschauen. Wer hat denn hier am meisten gewonnen? Best Performer ist MTU, Allianz, BASF, Continental, die vorher so abgestraft wurde, die Conti, Daimler, BMW, Infineon und so weiter. Die Schlusslichter hier sind Deliveroo Hero. Aha. Und Deutsche Wohnen, also Aktien, die eigentlich mit Corona nicht so viel zu tun haben. Gut, Deliveroo Hero hat natürlich profitiert letztendlich von diesen Stay-at-Home-Situationen in Corona. Und wir sehen, dass vor allem die europäischen Aktien gekauft wurden. 1,7 Billionen wurden jetzt an Marktkapitalisierung hinzugefügt in diesem November. 9 der besten 10 Aktienindizes sind europäische Indizes, nämlich von 93. Und wenn wir uns mal anschauen, welche Indizes das sind, dann ist das die Crème de la Crème der Werthaltigkeit, nämlich Griechenland ganz oben, gar keine Frage. Ja? Dann kommt Spanien, Österreich, Italien, Argentinien. Ja? Also hier so diese Qualitätsdinger, ja? Also wo endlich mal eine gerechte Bepreisung stattfindet. Dagegen sind die Amerikaner mit dem S&P bei 11% noch einigermaßen moderat. Also das ist die Situation. Alle sind all in. Die Asset Allocation ist extrem in Richtung Aktien positioniert und im Grunde wartet man jetzt, denke ich, auf eine Nachricht, die irgendwie dann diese Gewinnmitnahme begründen kann. Kurse machen Nachrichten nicht andersrum, das dürfte der Prozess sein. Kommt von Donald noch was? Große Frage. Kommt von den Iranern noch was, nachdem jetzt der führende Kopf der Atomforscher hier ja umgebracht wurde, getötet wurde. Für Trump sieht es nicht so gut aus. Er hat jetzt nochmal zwei chinesische Firmen praktisch auf die Blacklist gesetzt. SMIC, ein Semiconductor-Hersteller, und CNOOC, das ist ein Ölunternehmen, ein staatliches. Also hier nochmal Fakten schaffen, bevor Joe Biden dann drankommt. Und danach sieht es aus, denn Georgia ist jetzt zertifiziert, Michigan ist zertifiziert, Nevada ist zertifiziert, Pennsylvania jetzt zertifiziert. Da gab es noch ein bisschen Hickhack. Arizona dürfte heute dann zertifiziert werden und Wisconsin, auch da ist die Zählung abgeschlossen, dürfte heute gezählt werden. Jetzt will der Donald Trump ja zum Supreme Court, kann das aber nur für jeden einzelnen Bundesstaat machen. Also man wird dann mit Pennsylvania anfangen. Das wird allerdings per se schon schwierig, weil eben natürlich hier Gerichte gesagt haben, also wir sehen hier keinerlei Beweis, wo will der Supreme Court diese Beweise dann her haben, obwohl der ja mit Republikanern besetzt ist oder mit 6 Republikanern und nur 3 Demokraten besetzt ist. Aber es wird sehr, sehr schwierig, wenn müssen die Republikaner Bundesstaat für Bundesstaat zum Supreme Court bringen. Man kann nicht sagen, diese Wahl war rigged, kann also nicht sagen, diese Wahl war gefälscht, jetzt annullieren wir das Ganze mal, sondern man kann das nur in jedem einzelnen Bundesstaat machen. Die Perspektiven verschlechtern sich also. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir überraschenderweise einen Montag haben, an dem es nicht nach oben geht. Ist das ein Vorzeichen für das, was jetzt kommt, nämlich diese Gewinnmitnahmen, die das Vorzeichen für eine Nachricht, die kommt und diese Gewinnmitnahmen dann motiviert begründen kann? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in die neue Woche, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.